So, heute ist immer noch Sonntag, der 23. Mai 2021, live aus dem Stasi-Kraft 37574 Einbeck, 16.13 Uhr. Und ja, ich habe wieder ein bisschen überlegt. Das Einzige, was ich hier machen kann, dank Herr Bruno Karl und seiner hitzetrinkenden Kinderficker-Bande, ist... genau, spazieren gehen. Für PC habe ich keine Kraft mehr. Wie gesagt, mir tut alles weh, Knochen, Rücken, dies, das. Das kommt nicht nur dadurch, weil du sitzt ja nur rum. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich gehe auch noch spazieren. Ich mache auch Liegestütze und Fitness durch halt diese Körperimplantate, diese Lithium-Niobater-Chips oder wie die heißen. Und nur dieses ganze Energiewaffengefolter und diese, vor allem aber auch dieser psychologische Krieg, den man gegen mich führt, bin ich halt momentan so erschöpft, dass, wie gesagt, das habe ich auch in meinen E-Mails geschrieben an die Bundestagsabgeordneten, normales Funktionieren unmöglich ist. Das heißt also, ja, momentan gehe ich einfach nur raus, spazieren, Hauptsache man ist an der frischen Luft. Um also ein bisschen dieser Scheiße zu entweichen, der Folter zu Hause. Ja, ich bin sowieso ein aktiver Mensch, das heißt, ich muss immer was machen. Und ich kann das gar nicht so still sitzen und nichts machen. Deswegen ist Filme gucken auch nichts für mich. Ich muss schon Videos spielen, aber da habe ich auch keine Kraft mehr. Hab ich ja eben gesagt. Also, ja. Mir ist noch ein bisschen was durch den Kopf gegangen jetzt. Thema, Geheimdienste Rekrutierung. Genau. Und zwar hat mich ja auch schon mehrfach versucht, für die CIA zu rekrutieren, für den BND zu rekrutieren, die Freimaurereien zu rekrutieren. Genau, habe ich alles abgelehnt. Und jetzt will ich mal sagen, warum ich das abgelehnt habe und warum ich das auch weiterhin ablehnen werde. So. Freimaurer wollte man mich mehrfach schon rein rekrutieren, hat man zu mir gesagt, ah, dann geh da mal hin. Und ja, das war dann dieser Behrens-Junge, der fette Verblödete von der Behrens-Familie, der dann da mal irgendwann, weiß ich wann, das war vor 3 Jahren, wie gesagt, auch in der Schule auf mich zugekommen ist, hat mich halt gefragt, dies und das. Also man wollte mich da rein rekrutieren, ne? Also deswegen weiß ich das auch. Behrens-Familie ist ja auch oben mit dabei, diese Loser. Dann ist der Junge von der Familie Bayes, der ist auch nochmal auf mich zugekommen. Also, 3-mal wollten sie mich schon rekrutieren für die Freimaurer, habe ich auch 3-mal abgelehnt. Ja, mit Freimaurern ist das ja so, wenn man jemanden da drin haben will, diese Leute, das habe ich mal irgendwo gelesen, die dürfen nicht... Also du darfst, wenn du da drin bist, nicht, also sowas Beklopptes auch, nicht selber auf jemanden zugehen und die Leute da reinholen, sondern du musst jemand anders schicken, der das für dich macht. So ein bisschen so Mafia-Style. Ja, echt Mafia-Style. Trovato-Style. Und die, genau. Das heißt, ich weiß übrigens auch nicht, wer mich da rein rekrutieren wollte, ob das mein Großvater war, ob der da mit dabei ist. Weiß ich bis heute auch nicht. Ich gehe mal davon aus, aber interessiert mich auch nicht, weil das alles Loser und Versager sind und Nieten. So. Kann auch jemand anders sein. Auf jeden Fall, da wollte man mich rein rekrutieren, habe ich 3-mal abgelehnt. Weil, wie gesagt, weil das Loser sind, hässliche, verkrüppelte Nieten, Bollerköppe, Legastheniker, Autisten, Untermenschen, Leute aus dem 4. Abfallcontainer, wie gesagt. Alle. Das gilt für die Thule-Gesellschaft, das gilt für die Freimaurer, das gilt für die Templer, das gilt für die Rosenkreuzer. Das ist alles satanistische Doktrin irgendwann, wenn du dann hochkommst. Das läuft alles auf Kinder anpissen und Kinderfressen hinaus und deswegen... So. Und deswegen habe ich das auch alles abgelehnt. Und zweitens mal, wie gesagt, und ich werde das Video jetzt machen, weil man mich halt immer noch versucht zu rekrutieren, Freimaurer BND. Und auch da komme ich nicht gegen an und deswegen. Also ich werde das weiterhin nach wie vor ablehnen aus den Gründen. Aber auch, weil ich habe einen hohen Freiheitsdrang. Und das ist nichts für mich. So oder so ist das nichts für mich. Also im Geheimen irgendwas zu machen, egal was das ist, ob das gut oder schlecht ist, ist sowieso schon mal nichts für mich. Ich mache alles öffentlich. Und nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen. Also so oder so schließt sich das dann schon mal mit meiner Persönlichkeit aus. Ja, dann die nächste Geschichte. Ich habe auch einen zu hohen Freiheitsdrang.
als dass ich mich dann da irgendwie immer, ne, ich ein Treffen zusammenfinden muss. Man muss ja auch Mitgliedsbeiträge auch noch zahlen an die Freimaurer, ne? Ich bin abgebrannt nach den Freimaurern, das kann ich mir auch nicht leisten, 20 Euro glaube ich oder so. Das kann jede Loge selber festlegen, ne? Damit die Loge sich dann schon Kinder kaufen kann. So wie den hübschen kleinen Adrian, den man dann vergewaltigt und dann entsorgt. Was? Ja. Will der? Ja, komisch, irgendwie hat jetzt hier gerade was gegrüllt. Hier ist auch ein neues Nordrhein-Polizeiauto gerade vorbeigefahren. Weiß nicht, ob das irgendwie wieder so ein Straßentheater-Scheiß ist. Also wenn ihr auch bei mir tagtäglich macht. Naja. Mir auch egal, alles lose, alle Leute, die da partizipieren. Auf jeden Fall zum Thema Freimaurer. Man wollte mich dreimal rein rekrutieren. Dreimal habe ich es abgelehnt aus diesen Gründen, weil das einfach kranke Scheiße ist. Das sind Loser, Nieten und dumme Leute. Genau wie in der Thule-Gesellschaft und allen anderen Geheimgesellschaften auch. Das sind Kriminalgesellschaften. Es geht letzten Endes nur um Kindersexhandel und Kinderpoppen. Und ja, am besten schön behinderte Kinderpoppen, Autistenpoppen, so Kinderpoppen, die sich nicht wehren können, und das ist doch einfach kranke Scheiße. So. Ja, dann habe ich, wie gesagt, einen zu hohen Freiheitsdrang, als dass ich mich irgendwem unterwerfe, irgendeinem Meister vom hohen Stuhl, ja, vom hohen Schiss wohl eher, Meister vom hohen Schiss, oder irgendwem, und dann da in irgendwelcher Loge irgendwelche Kinder gemeinsam anpisse oder so, also, nee, weiß ich nicht, ist nichts für mich, also ich bin auch kein Sexualperverser, so wie mein scheiß Großvater, also, ich glaube, da hat man irgendwas verwechselt. Deswegen möchte ich auch mit diesem Lachstädter-Namen ja nichts mehr zu tun haben. Ja, also das zum Thema Freimaurer. Und jetzt nochmal zum Thema BND. Hat man mich auch, warte mal. Genau, hat man mich auch dreimal versucht, haben sie mich da rein... Freimaurer war dreimal. Scheiß Freimaurer mit ihrer 3. 33, 23 und so weiter. Und dann beim BND haben sie mich auch noch mehrfach versucht zu rekrutieren. Man hat mich dann halt über Voice to Skull, über diese Synthetik-Telepathie gefragt, ob ich denn gerne mal, ob ich gerne arbeiten würde für die, beziehungsweise hat das dann mit diesem Image to Skull, mit diesen Bildeinsendungen halt noch unterstützt, wie ich da halt irgendwie so vorm Computer sitze und dann, ja, wie irgend so ein bekloppter Autist, also das ist nichts für mich, für irgendwelche Autistenjobs da. Da habe ich auch abgelehnt. Für die CIA hat man es genauso gemacht. Da hat man mich dann einfach mal so gefragt über Voice to Skull, ob ich halt auch gerne für die CIA arbeiten möchte. Auch das habe ich abgelehnt. Auch einmal, wie gesagt, wegen dieser kriminellen Scheiße. Aber vor allen Dingen, aber nicht nur wegen dieser kriminellen Scheiße, sondern auch, weil mein Freiheitsdrang für sowas viel zu hoch ist, mich irgendwem zu unterwerfen, von irgendwem Befehle entgegenzunehmen und vor allem irgendwelche Leute, unschuldige Leute zu foltern. Das geht einfach nicht. Das schließt sich einfach mit meiner Persönlichkeit aus. Und so einen autistischen Schreibtischjob irgendwie irgendwelchen Leuten in irgendwelchen, mit irgendwelchen Implantaten rumfummeln oder... Das geht sowieso schon mal gar nicht. Ne? Also ich bin da so komplett falsch aufgehoben. Da ist ein Job für, sie mir da angeboten haben, für irgendwelche Autisten und Legastheniker, irgendwas. Ne. Aber nichts für mich. So. Für Loser halt, für Versager. Die im Leben nichts anderes geschissen kriegen und sich dann vom Papa Bruno Karl den Arsch abwischen lassen müssen. Für mich ist das auf jeden Fall nichts. So, auf jeden Fall, das wollte ich nur loswerden. Also Thema, ich habe 13 Minuten, 8 Minuten haben wir verplappert. Habe ich verplappert, ihr habt zugehört. Also, das wollte ich nur noch mal loswerden. Also, ich lasse mich nicht in die Freimaurer rekrutieren, ich lasse mich nicht für den BND rekrutieren, ich lasse mich nicht für die CIA rekrutieren, ich hätte auch für beide arbeiten können, doppelt abkassieren. Aber letztendlich, das sind Kriminalgesellschaften, die tun nichts außer Leuten, unschuldigen Leuten weh, unschuldige Leute ermorden, Leute vergiften, Leute töten, bei Leuten einbrechen. Erstens mal schließt sich das mit meiner Persönlichkeit aus, ich bin da ein zu gutherziger Mensch zu, als dass ich sowas guten Gewissens machen könnte. Zweite Geschichte ist dann halt auch, wie gesagt, mein Freiheitsdrang ist viel zu hoch, als von irgendwem, egal wer das ist, ob das ein Deutscher ist, ein Ausländer ist oder sonst irgendwas, Befehle entgegenzunehmen und dann vor allem auch noch so ungerechte Befehle, sag ich mal, wie gesagt, töte den, mach das, stalk den, das ist mir zu bescheuert, ganz ehrlich.
Und aber das Letzte, was ich will, ist, dass irgendwie, weil man mir das auch angeboten hat, dass der BND irgendwie meine Wohnung bezahlt. Und dann das, also ich bin nicht so ein Loser. Ich bin kein Loser. Und deswegen, ich möchte kein Loser sein, Herr Bruno Karl. Ich möchte nicht so ein Loser sein wie Sie. Das, nee. Möchte ich nicht. Gibt's nicht. Ist nicht. Läuft nicht. Spielt sich nicht ab hier, das Ganze. Das könnte da knicken da. So, also wie gesagt. Sollen Sie mich endlich umbringen jetzt hier. Und zwar vernünftig. Was weiß ich, Regensturm, Spritze mit Rizin oder sonst irgendwas. Eigentlich so eine Scheiße hier. Mich nicht hier 24-7 quälen. Ne? Mit elektromagnetischen Waffen, mit Chip-Implantaten, mit Mind Control, mit Voice to Skull, Synthetik. Also ich sag, Voice to Skull ist eigentlich veraltete Technologie, bedeutet Stimme zu, also V2K heißt das. Ich werde euch da mal was verlinken. Bedeutet Stimme zu Kopf. Das ist ja mit diesen Energiewaffen, aber im Prinzip ist es Synthetik-Telepathie mittlerweile. Man braucht diese Waffen gar nicht mehr. So, ich muss mal gucken, wie viel Prozent, das ist wieder alles duster hier, Akkuladung 5%, ich muss das Video auch gleich beenden. Auf jeden Fall, das wollte ich nur loswerden, also ich lasse mich da nicht rein rekrutieren. Genau. Die können sich einen anderen Dulli suchen, mich kriegen sie nicht lebendig ins Kartell, das habe ich schon. Hallo? Hallo? Habe ich schon. Ja, hält sich in Grenzen. Ich lasse mich da nicht rein rekrutieren, diese Scheiße. Nee, genau, das wollte ich euch nur sagen. Also mich kriegt ihr nicht lebendig in dieses Kartell. Und letzten Endes, was ich noch sagen wollte. So, ich muss mich beeilen, 5%, wie gesagt, Speicher ist auch gleich voll. Ach, pisst mich das an. Alles nur wegen Ihnen, Herr Karl. Sonst müsste ich diese scheiß Videos überhaupt nicht drehen. Hätte mehr Speicher auf meinem Handy für irgendwelche Spiele oder so. Ja, auf jeden Fall so. Wie gesagt, verzeihen werde ich euch nichts, was ihr mir angetan habt. Ihr habt mir im Herzen wehgetan, ihr habt mir körperlich wehgetan. Ich wäre normal eh schon tot, jetzt brauche ich diese Scheiße auch nicht mehr. Zweitens, wie gesagt, ich möchte auch kein Versager sein, wie diese ganzen anderen Versager, die für den BND arbeiten, wie Sie, Herr Karl. Und genau, nee, ihr könnt mich mal kreuzweise alle, nehmt euch da alle einen Strick beim BND, ganz ehrlich, ihr seid die größten Loser. Ihr könnt, lebt von Steuerzahlern, poppt da Kinder und das ist, für mich ist das nichts. So, wollte ich nur noch mal loswerden. Mich kriegt der nicht lebendig in dieses Kartell. Und ganz ehrlich, scheiß drauf, diese, was man da kriegt, ey. Irgendwelche scheiß Porsche, Mercedes oder sonst was. Ich bin lieber oben bei dem Typen hier, als irgendwelche Kinder zu poppen. Und dann da wird man auch nicht glücklich von. So, macht's alle gut und ja.